zusammen, ich bin Mega und willkommen bei Mega Rasa. Heute werde ich ein sehr leckeres, süßes Streetfood zubereiten. Machen, nämlich Martabak Manis. Martabak ist ein, ja, wirklich das bekannteste Streetfood aus Indonesien. Es gibt eigentlich zwei Arten. Man hat Martabak Asin und Martabak Telur. Martabak Telur ist die herzhafte Version und Manis ist die süße Version. Und heute werden wir diese süße Version machen, denn dort habe ich einfach Lust darauf. Wir fangen einfach an. Was brauchst du alles? Das ist Mehl, Maisstärke, Wasser, Zucker, ein Ei, Backpulver, Vanillearoma und ein bisschen Salz sowie ein paar Tropfen von frischem Pandanextrakt. Denn wir werden zwei Arten machen. Das hatte ich kurz vergessen. Wir werden die klassische Martabak Manis machen und auch die Pandan-Version, also das werden wir machen. Becknatron brauchen wir auch. Noch zusätzliches Wasser und dann für die Toppings habe ich hier Zucker, Butter, Käse, Pistazien, Schokoladensplitter und gesüßte Kondensmilch. Nun, wir fangen an mit dem Teig. Martabak Manis ist wirklich super lecker. Dann denke ich wirklich wieder an früher. Ich ging sehr oft mit der Familie nach dem Essen einfach mal schön nach draußen und genoss einfach viel Streetfood. Nach einem Dessert suchen. Und das ist meistens Martabak Manis, denn das ist einfach ja super lecker. Und ja, ich habe gehört, dass es in Amerika jetzt auch super angesagt ist. Sie nennen es den indonesischen Pfannkuchen. Denn es ist eigentlich eine Art Pfannkuchen, aber etwas dicker. Und ja, wenn du mich fragst, ist es leckerer. Okay, nun beginnen wir mit dem Mehl. Ich habe hier 225 Gramm Mehl und dann habe ich hier. Du benötigst 20 Gramm Maisstärke, die du am besten in einem kleinen Messbecher abmisst, um die genaue Menge zu erhalten. Dann nimmst du 25 Gramm Zucker, den du ebenfalls sorgfältig abwiegen solltest, damit das Rezept gelingt. Anschließend fügst du 250 Milliliter Wasser hinzu, das du am besten aus einer sauberen Quelle nimmst, um die Qualität zu gewährleisten. Diese Zutaten gibst du dann einfach alle zusammen in eine Schüssel oder einen Topf, je nachdem, was du zur Hand hast, und vermischst sie gründlich, bis eine gleichmäßige Konsistenz erreicht ist. Das werden wir einfach mal mixen. Wir werden das mixen, bis der Zucker aufgelöst ist und alles gut vermischt ist. Nachdem wir alle anderen Zutaten sorgfältig miteinander vermischt haben, fügen wir als letzten Schritt das Ei und das Backpulver hinzu, um die Mischung abzurunden und die gewünschte Konsistenz zu erreichen. Lass uns mixen, damit es einen sehr schönen glatten Teig wird. Es ist eigentlich wirklich nicht schwer zuzubereiten, da die Schritte einfach und leicht zu befolgen sind. Man benötigt nur wenige Zutaten, die in den meisten Haushalten bereits vorhanden sind. Wenn man die Anweisungen genau befolgt, kann man ein Gericht zubereiten, das nicht nur super lecker, sondern auch sehr beeindruckend ist. Es ist eine Freude, es mit Freunden und Familie zu teilen, da es immer wieder für Begeisterung sorgt. Die Aromen sind ausgewogen und harmonisch, was es zu einem Favoriten für viele macht. Der Teig ist jetzt schön und gründlich gemischt. Vorsichtig. Sonst spritzt es natürlich überall hin. Achten Sie darauf, es vorsichtig zu mischen, um ein Durcheinander zu vermeiden. Sonst spritzt es natürlich überall hin. Zuerst nehme ich das Ei und das Backpulver, die ich in einer kleinen Schüssel bereitgestellt habe. Diese beiden Zutaten werde ich nun sorgfältig miteinander vermischen, um eine gleichmäßige Konsistenz zu erreichen. Es ist wichtig, dass das Backpulver sich gut im Ei verteilt, damit der Teig später schön aufgeht. Ich werde diesen Schritt mit einem Handmixer durchführen, um sicherzustellen, dass alles gut vermengt ist. Das braucht nur einen Moment. Solange es einfach nur gut gemischt wird, ist alles in Ordnung. Vergessen Sie bitte unbedingt darauf nicht die Ränder. Der Teig ist jetzt fertig und wir haben natürlich gerade das Backpulver hinzugefügt. Und das Backpulver geht
jetzt gleich wirken. Du siehst sofort die kleinen Bläschen kommen, was bedeutet, dass die Backpulver ja gut seine Arbeit verrichtet. Und das lassen wir dann mindestens eine Stunde ruhen. Danach werden wir das Aroma hinzufügen. Und um es noch mehr zu unterstützen, tun wir auch noch das Natron hinein. Aber das lassen wir jetzt zuerst ein wenig ruhen für mindestens eine Stunde. Diesen Teig habe ich vor 3 Stunden gemacht. Das Backpulver hat seine Arbeit geleistet. Du siehst kleine Bläschen, also das willst du haben. Ich habe natürlich 225 Gramm Mehl verwendet und das ist eigentlich für 2 Marterback Manis. Manis bedeutet einfach süß. Also ist das einfach leicht zu merken. Auf jeden Fall ist es in der indonesischen Sprache super einfach, denn du zum Beispiel zu Nasi Goreng gehst, was wörtlich gebratener Reis bedeutet. Und das ist Marterback Manis, süßes Marterback. Dies werden wir in 2 Teile schneiden. Ja, du kannst es wiegen, wenn du willst, aber ich mache es einfach ungefähr und das ist einfach in Ordnung. Und ich werde zuerst, das ist Wasser, das sind 25 Milliliter Wasser. Hier füge ich das Backpulver hinzu. Und dann habe ich hier die Vanille und dann hier ist die Vanille. Und hier ist auch die Vanille, sich nur ein wenig. Zuerst nehmen wir Natron, ein vielseitiges Pulver, das in vielen Haushalten zu finden ist. Es ist bekannt für seine Fähigkeit, chemische Reaktionen zu unterstützen. Wir werden es sorgfältig in unsere Mischung einarbeiten. Dieser Schritt ist entscheidend, um die gewünschte Konsistenz zu erreichen. Das Natron wird gleichmäßig mit den anderen Zutaten vermengt, um seine Funktion optimal zu erfüllen. Geduld und Präzision sind erforderlich, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. In der Zwischenzeit werde ich die Pfanne schon einmal warm machen. Nicht zu großes Feuer. Du kannst einfach jetzt ein bisschen mehr ein großes Feuer haben, dann wird es gut heiß. Und später machst du es dann etwas leiser, denn sonst verbrennt der Boden und das willst du nicht haben. Ist jetzt gut warm, was bedeutet, dass die Temperatur des Ofens oder der Heizung auf ein angenehmes Niveau gestiegen ist. In diesem Zustand kann ich das Feuer oder die Hitzequelle tatsächlich niedriger stellen, um Energie zu sparen und eine Überhitzung zu vermeiden. Wenn du sicherstellen möchtest, dass alles in Ordnung ist, kannst du die Temperatur regelmäßig überprüfen und gegebenenfalls Anpassungen vornehmen, um die gewünschte Wärme beizubehalten. Wenn du wissen willst, ob die Pfanne heiß genug ist, dann gibst du einfach nur einen ganz kleinen Tropfen Wasser ganz vorsichtig hinein. Du hörst es sofort zischen. Nun, das ist ein bisschen zu heiß. Dann machst du einfach etwas niedriger. Und dann wird es ein bisschen gelassener. Und dann verdampft es auch sofort. Dann wartest du einfach, bis er wieder etwas abkühlt. Meinung zu, ist er nun gut? Wir werden legen. Ich mache jetzt zuerst die klassische Version. Und was Marterback auch hat, sind die Ränder, werden wir die jetzt machen. Die Ränder sind etwas höher. Und legst du es zurück. Und wenn alles gut geht, dann funktioniert das Backpulver wie erwartet. Und jetzt kommen noch mehr und mehr und mehr und mehr und mehr Bläschen aus dem Marterback. Und das willst du wirklich eigentlich haben. Es werden immer mehr. Denn was wir gleich machen werden ist, wenn der Marterback fertig ist, werden wir die Toppings schön hinzufügen. Darauf legen
Und zuerst habe ich eine Schicht Butter, schmilzt die Butter in der Marterbag durch all die Löcher. Das willst du wirklich haben, denn das ist super lecker. Und natürlich schmelzen auch die Schokoladenstreusel, das willst du damit erreichen. Dann warten wir jetzt, bis noch mehr Bläschen kommen. Und hier habe ich den Deckel und dann werden wir später den Deckel schließen. Während wir warten, ja, vergiss nicht zu abonnieren. Natürlich. Und vergiss auch nicht, den Knopf zu drücken. Dann weißt du, wann ich wieder etwas mache. Leckeres mache. Und ja, wenn dir dieses Video gefällt, like es und teile es. Wenn du denkst, dass... Okay, diesen Marterbug müssen wir wirklich machen. Er sieht so lecker aus. Das ist ein gutes Video und garantiert, dass du das ausprobieren musst. Und es wird garantiert klappen. Wenn du die Schritte befolgst, wenn du einen Schritt machst, so wie ich es getan habe. Na, du siehst es. Es klappt einfach. Nun... Jetzt kommen noch mehr Bläschen heraus, also ist das ganz gut. Warten wir noch einen Moment, bis noch mehr Bläschen kommen. Du siehst es, die Bläschen, die du, es sind ziemlich viele und die müssen wir einfach kaputt machen. Und um dabei zu helfen, machen wir es mit Zucker, streuen Zucker darauf. Wir werden diese Bläschen kaputt machen. Du siehst es. Bei der mittleren gelingt es ziemlich leicht, aber die an der Seite ist es ein bisschen schwierig. Der niederländische Zucker ist etwas feiner. Und was ich manchmal mache, ist einfach einen Saté-Spieß zu nehmen und dann kurz zu stechen. Wenn die Bläschen etwas langsamer kommen, kannst du auch das Feuer etwas höher stellen und dann gibst du ihnen eine Art von Kraft, damit die Bläschen nach oben kommen. Aber so klappt es vielleicht auch noch ein wenig mehr Zucker. Ich habe gerade das Feuer etwas höher gestellt, aber nicht zu hoch, sonst verbrennt natürlich der Boden. Die Blasen kommen jetzt nach oben, das ist ganz schön. Und jetzt wollen wir ein bisschen von der Oberseite natürlich auch gar haben, also benutze ich einen Deckel. Dann warten wir einfach mal ein paar Minuten, bis die Oberseite auch schön gar ist. Und dann gehen wir einfach weiter. Die Topping machen. Einige Momente später. So, ich habe jetzt einfach den Deckel ungefähr 2 Minuten drauf gehabt. Die Pfanne gehabt. Mal fühlen. Ja, er ist jetzt trocken. Also ist er jetzt fertig. Du siehst, dass die Ränder jetzt schön nach innen eingerollt ist. Und dann kann ich das einfach so nehmen. Mal schauen, die Unterseite ist auch schön. Und jetzt werde ich gleich sehr vorsichtig und ganz langsam die Butter darauf streichen. Ich mache jetzt eigentlich die klassische Version des Marterbug-Manis. Du solltest wirklich nicht geizig mit der Butter sein, also großzügig mit den Toppings. Dann haben wir gerade die Butter darauf gestrichen und ich werde jetzt in zwei schneiden. Mal sehen, ob ich gut in der Mitte schneide. Und dann machen wir zuerst Käse. Du denkst, Käse? Es ist Marterbug Manis. Das ist kein herzhaftes Gericht, aber tatsächlich mit Käse. Das machen wir in Indonesien. In Indonesien mischen, kombinieren wir immer salzige, herzhafte Dinge mit süßen Dingen. Also jetzt auch mit Käse. Es ist eigentlich nicht seltsam, denn das hast du auch natürlich bei Schokolade, Salted Caramel. Zum Beispiel, das ist auch eine Mischung aus süß und salzig und dann auf der anderen Seite Schokoladenstreusel. Ich habe übrigens eine Mischung aus Schokoladenstreuseln verwendet, Zartbitter und Milch. Aber wenn du mehr von Zartbitter oder Milch magst,
und dann Kondensmilch. Normalerweise findest du dies natürlich üblicherweise im Supermarkt in einer Dose. Aber ich habe dies umgefüllt und in ein Glasgefäß, also nicht, dass du im Supermarkt stehst, um nach einem Glasgefäß mit Kondensmilch zu suchen. Die ist nämlich einfach in einer Dose. Nun, das heißt also nicht umsonst Martabak Manis. Manis ist natürlich das indonesische Wort für süß. Nun, du siehst es, geht wirklich ganz gut. Eine wirklich sehr große Menge Kondensmilch darauf. Und jetzt werden wir gleich umschlagen und sehen, was passiert. Und dann, genau wie das Streetfood in Indonesien, werden wir es natürlich schneiden. Denn die Familie möchte davon naschen. Also durch die Mitte und dann wieder in die Mitte und dann einige kleinere Stücke. So nehme ich mir einen Teller. Schau mal, nun ist der Classic Martabak Manis fertig und jetzt werden wir den zweiten machen, nämlich die Pandan-Version, also das werde ich jetzt machen. Nun, die Classic habe ich gerade gemacht. Und jetzt werden wir die Pandan-Version machen, das ist natürlich der Rest des Teigs und wir werden das gleiche genauso wie vorher tun. Hier habe ich ungefähr 25 Milliliter Wasser und das Backpulver. In dem Wasser auflösen und dann langsam. Hier habe ich die Pandanpaste. Diese ist von der Marke Kupu Kupu. Kupu Kupu bedeutet Schmetterling, deshalb auch der Schmetterling als Logo. Diese habe ich im asiatischen Supermarkt gekauft. Und ja, man kann auch in der nächstgelegenen Toko kaufen. Die haben mit Sicherheit die Pandanpaste. Ein paar Tropfen sind genug. Es ist manchmal ein bisschen schwierig mit dem Löffel, aber dann kann man einfach in den Teig so mixen. Schau mal, was für eine schöne grüne Farbe. Die Pfanne ist natürlich schon heiß. Achtung, die Pfanne nicht zu heiß machen, verbrennt der Boden. Schau mal, ich werde ganz glücklich von der grünen Farbe. Und es riecht auch wirklich super lecker nach Pandan, ganz natürlich. Das kommt gleich in die Pfanne, besonders. Und genau wie beim anderen werden wir auf sie warten. Bis die Münzen kommen. Auch nicht vergessen, die Ränder zu machen. Der Pandan ist auch fertig. Schau, siehst du die ganz schönen Löcher? Unterseite auch sehr schön. Jetzt, wo es noch schön warm ist, großzügig die Butter darauf. Und für dieses Topping werde ich, denke ich,
Ich bin mir sicher, dass ich Pistazien darauf mache. Werde ich machen. Ich finde das einfach so lecker, denn ja, ganz in der Nähe meines Hauses gibt es ein sehr gutes italienisches Eiskaffee. Und dann nehme ich eigentlich immer Pistazie und Schokolade. Das ist einfach eine sehr gute Kombination. Also wirst du das jetzt einfach auch genau für diesen Pandan machen? Die Butter und dann in der Mitte vorsichtig und gleichmäßig durchschneiden. Und dann natürlich Pistazien. Lecker, wirklich sehr großzügig und viele leckere Schokoladensplitter. Man kann natürlich wirklich alles darauf tun, wenn man kreativ ist. Zum Beispiel kann man Nutella darauf streichen, was eine süße und schokoladige Note hinzufügt. Oder man könnte Cashewnüsse darüber streuen, um einen knackigen und nussigen Geschmack zu erhalten. Andere Optionen könnten Marmelade, Honig oder sogar frische Früchte wie Bananen oder Erdbeeren sein. Die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt und es hängt alles von den persönlichen Vorlieben ab. Erdnüsse natürlich. Das ist auch lecker. Das ist auch einer der klassischen Toppings in Indonesien. Aber für jetzt benutze ich Pistazien, denn das finde ich so lecker. Erst, zwei, hoppakee. Der Behälter ist tatsächlich sehr gut und vollständig gefüllt, sodass kein Platz mehr für zusätzliche Inhalte bleibt. Sehr vorsichtig schneiden, aber du siehst es eigentlich. Und wir haben natürlich die sehr langsam und gleichmäßig geschnitten. Ränder gemacht. Das hat auch eine Funktion, wie du siehst, dass die bleiben. Sag mal, die Topping bleibt dann innen. Schau, auf dieser Seite ist es anders. Aber für diese Seite ist es auf jeden Fall sicher. Er ist noch ein bisschen warm. Dann werde ich diesen zu dem anderen tun. Mal sehen, wie ich das einfach nur mal machen werde. Vorsichtig alles nehmen. Der Teller ist glücklicherweise groß genug. Ja! Dann habe ich die Classic und die Pandan. Das ist dann meine Version von Martabak Manis. Und ja, ich würde sagen, lecker probieren. Und das werde ich gleich zusammen mit meinem Mann genießen. Und ja, was jetzt mein Vorteil ist. Ich habe natürlich gerade den anderen Teig auch gemacht, aber den werde ich lecker in den Kühlschrank stellen. Und morgen werde ich die natürlich auch für die Kinder machen. Das finden sie, denke ich, lecker. Nun, das ist meine Version von Martabak Manis. Gefällt dir dieses Video? Like es und wenn du noch nicht abonniert hast, bitte tu es. Und drücke auch die Glocke, dann weißt du, wann etwas Leckeres gemacht wird. Guten Appetit. Tschüss.